Der Rover Perseverance ist erfolgreich auf dem Mars gelandet. Das teilte die US-Raumfahrtbehörde NASA am Donnerstag mit. Der Roboter war im Juli 2020 vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral aus gestartet. Er setzte mit einem riskanten Manöver in einem bislang noch nie vor Ort untersuchten, ausgetrockneten See auf und sendete kurz nach dem Landen bereits erste Bilder zur Erde. Der rund 2,5 Milliarden Dollar teure NASA-Rover war rund 8 Jahre lang entworfen und gebaut worden. An Bord hat der rund 1000 Kilogramm schwere Roboter von der Größe eines Kleinwagens unter anderem 7 wissenschaftliche Instrumente, 23 Kameras und einen Laser. Der Rover soll zahlreiche NASA-Premieren ermöglichen. Erstmals werden Mikrofone auf den Mars geschickt, ein kleiner Hubschrauber und erstmals sollen in einer gemeinsam mit der Europäischen Raumfahrtagentur ESA entwickelten Mission Proben vom Mars zurück zur Erde gebracht werden.